Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Ja, das ist ein Video, was ich schon eine längere Zeit vor mir herschiebe, einfach weil manchmal meine Gedanken im Kopf eine bestimmte Zeit brauchen, um sich zu sortieren, richtig zueinander zu finden und dann auch passend abzulegen und dann noch etwas reifen müssen, bis sie druck- oder spruchreif sind. So ähnlich war es auch mit dem Thema, über das ich heute sprechen möchte. Ich habe viele Jahre, bestimmt 3 Jahre über den Daumen gepeilt, von wenigen Pausen abgesehen, jede Woche 2 Videos veröffentlicht. Das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Das ist auch etwas, auf das ich zu einem gewissen Grade richtig stolz bin. Ich habe aber in der letzten Zeit, ich kann es gar nicht genau festmachen, ob es 4, 6 Wochen sind oder 2 oder 3 Monate, das spielt auch keine große Rolle, festgestellt, dass ich immer mal wieder gedacht habe, jetzt musst du noch ein Video machen. Du hast noch keins für Mittwoch, noch keins für Samstag. Am Wochenende würdest du gerne wegfahren, also solltest du am besten 3, 4 Videos noch produzieren, damit es ein bisschen Druck rausnimmt. Und wenn ich einige Videos auf Vorrat produziert hatte, habe ich diese druckfreie Zeit sehr genossen, so dass ich diesen Puffer relativ schnell aufgebraucht habe. Als mir das klar geworden ist, habe ich darüber nachgedacht, warum das so ist. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen gibt es einige Baustellen, an denen ich arbeiten muss. Einige davon sind gesundheitlicher Natur. Das ist aber weder die Hauptsache noch der haupttreibende Faktor. Dann möchte ich gerne bei uns in der Wohnung einige Veränderungen vornehmen. Wir wohnen jetzt fast 15 Jahre hier. Da ist vielleicht mal eine Renovierung, ein Umbau, eine Neusortierung angesagt. Das steht also auch an. Dann steht bei mir eine größere Veränderung im privaten Umfeld an, die über die letzten Monate vorbereitet wurde und die ich auch gerne ohne Druck, ohne Stress einleiten möchte, so dass ich mich in dieser neuen Situation auch genau so einrichten kann, dass ich mich wohlfühle. Dazu kommt, dass ich viele Freunde nicht mehr gesehen habe und dass ich auch bei sehr vielem, was ich geplant und gemacht habe, immer im Hinterkopf hatte, kann ich da alternativ irgendwas zu Uhren machen? Kann ich da irgendwas für meinen Kanal draus machen? Kann ich da vielleicht irgendwie ein Video mit nebenher produzieren, wenn ich schon mal da bin? Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Gedanken haben mich dann irgendwann ziemlich genervt. Und ich bin dann tatsächlich heute zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht mehr fest samstags und mittwochs ein Video bringen möchte. Ich möchte die Flexibilität haben, ein Video auch mal Punkt auf den Release-Tag einer Uhr zu bringen, ohne dass es meinen Schedule sprengt. Ich möchte auch mal 2 Wochen keines machen, um dann vielleicht ein Kracher-Video zu machen. Ich möchte keine Videos mehr produzieren, die ich nur mache, um am Sendetermin eins zu haben. Viele dieser Videos sind gefloppt. Da wusste ich auch sehr genau, warum es so war. Aus manchen dieser Notfallvideos sind sehr gute Formate geworden. Das heißt, ich werde auch in Zukunft weiterhin etwas rumexperimentieren, Neues ausprobieren, aber vielleicht nicht mehr ganz so heftig wie bisher. Und vielleicht schaffe ich es auch, mir mehr Zeit mit einzelnen Videos zu machen. Nochmal, ich schneide es nicht raus, das wird also hier ein One-Take.
Vielleicht schaffe ich es auch, mir mit einzelnen Videos mehr Zeit zu lassen, um Ideen, die ich habe, dann auch wirklich umzusetzen und nicht wegen des Zeitdrucks wieder zu verwerfen. Vielleicht schaffe ich es, videotechnisch von der Videografie her besser zu werden, neue Sachen umzusetzen. Vielleicht schaffe ich es auch, unterschiedliche Shots an unterschiedlichen Lokationen in ein Video zu packen, einfach weil ich mir mehr Zeit für das einzelne Video nehmen kann und das dann auch entsprechend richtig genießen kann. Dieser Gedanke kommt nicht daher, dass ich aktuell keine Ideen hätte. Es ist genau das Gegenteil. Ich habe aktuell 6 oder 7 halbfertige Videos bei mir auf dem iPad, die ich fertig machen müsste und die mir auch einen gewissen Druck verursachen, dass ich sie endlich rausbringe, bevor sie zu alt sind und nicht mehr passen. Diese Videos werden alle kommen, das ist versprochen, aber eben nicht mehr zwingend mittwochs, samstags. Und alles andere bleibt komplett unverändert. Ich werde weiter über deutsche Uhren berichten. Ich werde weiter Uhren reviewen. Ich werde weiter Geschichten zu Uhren erzählen. Ich werde weiter Personen vorstellen und einbinden, die aus der Uhrenwelt kommen, sei es als Besitzer, Sammler oder Hersteller. Alles das bleibt unverändert, nur in einem anderen Rhythmus. Da ich davon ausgehe, dass aktuell noch viele der Zuschauer meines Kanals Baumi Uhren für kleines Geld auch Abonnenten dieses Kanals sind, werde ich das auf dem Zweitkanal nicht explizit sagen, aber dort gilt das Gleiche. Ich werde auch dort weiterhin günstige Uhren vorstellen, aber dann und wann ich eine Uhr habe, ohne sie jagen zu müssen, und dann und wann ich sie auch mit Genuss zeigen kann und das Video mit Genuss produzieren kann. Ich hoffe sehr, ihr habt da Verständnis für, aber so wie ich euch kennengelernt habe, gehe ich davon aus, ihr habt es. Ich denke, einige werden es bedauern, dass es weniger Videos gibt, aber es gibt so viele gute Kanäle, dass ihr auf meinen Content nicht zwingend angewiesen seid. Ich hoffe, ich kann euch dafür mit vielleicht besseren, vielleicht interessanteren Videos entschädigen, auch wenn sie nicht mehr in genau dem bisher bekannten Rhythmus kommen. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf alles, was von mir noch kommt. Jetzt, wo ich's endlich raus habe, freue ich mich wahnsinnig darauf. Bis dahin, tschüss, euer Axel.